Freunde, da sind wir wieder. Bei einer wunderschönen Scheiß-Map. Hi. Wie heißt die Map hier? Star Base Case? Star. Ark? Ark, leck mich an der Eiche. Star Base Ark. Ja, ich glaube Star Base Ark. Das klingt vertraut. So, ich muss gerade dran denken. Hä, warum habe ich denn hier unten ein Item? Ich wollte gerade sagen, sag mal, wolltest du nicht irgendwas anderes einstellen? Leute, wir spielen Rumble! Rumble! Ich hab die Fist. Never mind. Bäh. Ich kann kaum erwarten, bis unsere Community so groß ist wie die von John Sandman, Ruthless oder Need Mike, dass wir unsere eigenen Leute haben, mit denen wir solche Derp-Matches spielen können. Ja klar, ey. Dann können wir locker einen Monster-Server voll mit diversen Leuten, können wir ein kleines Turnier starten. Ja, das wäre doch sick, einfach mal so ein Rumble-Turnier oder so, just for fun, einfach um nichts, wie lustig wäre das. Bei dir finde ich es ja geil, dass die dann auch immer hier gemoddete Spiele machen, ne? Ja, mit so 150-fach Boost oder so, oder das mit den Rumble-Dingern, wo die so super Items hatten. Ja. Richtig sick. Oh, jo, jo, jo. Ja, ich weiß noch, wenn die den Tornado angemacht haben. Tornado, Torbentor! Schade, doch nicht. Den Tornado angemacht haben und dann einfach nur alle in der ganzen Arena durch die Gegend fliegen. Es ist aber eigentlich auch ein geiles Konzept, so Rumble für auf der Basketball-Map ist eigentlich richtig geil. Allein für die Spikes. Ja, das ist schön von oben da rein. Schön von oben so reinlunzen. Machen wir eigentlich überhaupt noch was hier? Wo ist Vorteleportier? Ja, spielen wir übrigens gegen einen Season 2 Grand Champion. Boah, krass. Schatz, kommst du mal kurz? Das muss ich erstmal meiner Freundin zeigen. Ja. Guck mal, was der Typ hier für einen Rang hat im orangen Team in der Mitte. Oh, krass. Der sah gut aus. Was soll ich dazu sagen? Ein bisschen mehr Emotionen wäre schon angebracht gewesen. Ja, was soll ich denn machen? Krass. Oh mein Gott. Oh. So oder was? Ja. Nein! Ah, ich habe ihn fast gehabt mit meinen Spikes. Ich habe ihm noch Boost gegeben, das war, glaube ich, nicht so eine kluge Idee. Das habe ich nämlich schon mal. Ich habe nämlich einmal den Ball mit Spikes schön vom Tor vom anderen Typen geklaut. Sah super edel aus. Ich verpeile auch die ganze Zeit, dass wir Items haben, ey. Also ich finde so Schock das eigentlich ganz geil. Ich finde so Schock das eigentlich auch ganz geil. Ja. In letzter Zeit spiele ich auch öfter wieder Battlefield 3. Habe ich. Ja, dachte ich mir. Geh mal lieber Dark Souls. 2. Mir ist jetzt aufgefallen, was du so kritisiert hast, also... Fuck, Mann! Was war das denn? Nein! Oh, hätte ich ihn freezen können noch, scheiße. Dass so alles gleich aussieht, ja, und quasi vom Boss zu Boss kämpft. Das ist aber das Spiel, so. Es geht darum, die Bosse zu schaffen. Es ist bei weitem nicht so einfach, wie es aussieht. Nein, das glaube ich, aber ich meine, ich habe es mir, tut mir leid, man hat nicht den ganzen Part reingezogen, weil immer 40 Minuten da. Ja, das dachte ich mir auch, wenn ich so will. Aber das, ich weiß nicht, ich finde diese Atmosphäre, das ist echt alles so gleich düster und. Oh. Oh, der geht! Ja, dann wird Dark Souls, glaube ich, auch nicht für dich sein. Jo, scheißegal, ich kann es ja trotzdem anzocken. Mich zum Affen machen. Also, du musst halt richtig dickes Fell haben. Ich habe bei. Es gibt halt noch so ein richtig mieses Online-Feature. Ah, ne, ich vergesse die ganze Zeit, dass wir Rumble spielen. Ich habe die ganze Zeit hier die Spikes im Anschlag. Oh, jetzt hat man Mate, ey. Ich hab ihn so schön mit dem Boost, Alter. Schön mit dem Ender. Lass mich. Ich bin nicht da. Ich hab die Spikes, Junge. Ich hab die Spikes. Ach, scheiße. Oh, jetzt sind sie weg. Was? Oh, ich auch. Nein, nach vorne. Ich hab an den Spikes vorbeigekickt, ey. Ich geh ins Tor, Alter. Krieg dich doch sowieso nicht mehr. Ja, komm, ey, willst du mich... Oh, ja, was, willst du mich verarschen?
Hat er ihn jetzt noch reingemacht oder ist er noch wirklich so ins Tor reingekullert? Er ist reingekullert. Und er wurde gefreezed? Ja, aber ganz knapp. Verhuert. Dark Souls hat ein ziemlich ätzendes Online-Feature, nämlich. Bei Dark Souls kannst du die Online-Funktion nicht abstellen. Du hast zum Beispiel als Spieler, wenn wir jetzt beispielsweise auf derselben Plattform spielen würden, dann könnte ich mich in dein Playthrough invaden. Also quasi kannst quasi du deiner Welt beitreten und dich töten. Das kann man nicht ausstellen. Das kann man nicht ausstellen. Wojtek hat mal versucht, das Spiel ein bisschen auszutricksen und hat dann einfach immer Alt oder 4 gemacht, bis er dann 24 Stunden einen Online-Bann erhalten hat. Ja, geil. GZ. Das ist schon super frustrierend, weil du halt jeglichen Fortschritt verlierst, sobald du stirbst. Du hast nur die Information, wie sich die Gegner bewegen. Ich hätte gedacht, das wäre so wie dein so ein elegant. Nee, also so ein Singleplayer, wo du einfach nur dann da in der Welt und deine Quest machst oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, Das ist in Bloodborne auch. Ja, ich kann mir doch nicht so kannst nicht du das auch haben, dass sich Leute invaden. Es ist halt, du musst dir, also das Spielprinzip ist eigentlich relativ schnell erklärt. Alles, was du machst, oder alles, was du irgendwie tötest, wenn du Gegner killst oder so. Kriegst du eben Seelen und alles in der Welt kostet Seelen. Egal, ob das dein Level-Up ist, das Upgraden von deinen Waffen oder was. Ups. Mann! Alles kostet eben besagte Seelen und wenn du stirbst, dann verlierst du diese Seelen und hast dann eben, wenn du gestorben bist, nochmal die Möglichkeit, an denselben Punkt hinzugehen, wo du gestorben bist und die Seelen wieder aufzusammeln. Wenn du auf dem Weg dahin nochmal stirbst, ist es halt alles weg. Dann ist halt der gesamte Fortschritt im Arsch. Das kannst du halt auch haben, wenn dich irgendein Spieler invadet, der dich abfacken will. Ich sehr gerne tun. Also ich hätte ja gesagt, so wie bei WoW, wenn du gestorben bist, musst du wieder zurücklaufen. Außer, dass du jetzt, du kannst ja ganz normal weiterspielen, ja, genau. Und bist halt wieder am Anfang. Im Prinzip ja. So, nochmal schön mit einem Teleportieren hier. Nur, dass du anstatt wie bei WoW 10% Rüstung verlierst, verlierst du einfach alles. Muss ja mal richtig frustrierend sein. Ist es. Also wie gesagt, ich habe sowohl Demon's Souls als auch Dark Souls habe ich bestimmt ein Jahr liegen gelassen und auch Bloodborne, bevor ich sie durchgespielt habe. Ja, GZ Cooper. Scheiße! Ich wurde weggekickt. Habe ich gesehen. Plong! Scheiße. Aber ist geil, so wenn man dann den Dreh ein bisschen raus hat, dann macht das echt Bock und es ist wirklich erstaunlich, wie viel man nach dem ersten Playthrough verpasst hat. Ich habe auf Bloodborne bestimmt 100 Spielstunden oder so, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und habe trotzdem irgendwie noch, keine Ahnung, 8 Bosse oder so nicht gemacht. Ganze Gebiete nicht gesehen und hast auch nicht gesehen. Ja, dann hau rein. Sehr viel her. Ja, es ist halt super schwer. Halt echt ätzend, so wenn du an einem. Ich war echt am Überlegen, ich habe einen so einen Part, da ist ein Boss und da habe ich die ganze, irgendwie eine halbe Stunde von 45 Minuten nur diesen Boss gemacht. Ich war echt am Überlegen, ob ich das hochlade. Die ganze Zeit habe ich es verkackt. Ich habe das auch gesehen, irgendwie, als du dann da immer wieder ins Inventar reingegangen bist und dann so schön langsam durchgescrollt bist und dann deine Sachen ausgewählt hast. Ja. Oh! Würde ich mir gerade die Kette anmachen. Dasselbe, also dieses Invaden-Prinzip, das gibt's aber halt auch. Oh, das wäre so sick gewesen. Das wäre so sick gewesen. Der war sick. Das ist halt auch andersrum. Also, du kannst ja auch von anderen Leuten helfen lassen. So. Du kannst quasi Mitspieler in deine Welt beschwören und dann das Spiel theoretisch auch Koop durchspielen. Ja, dann mach das. Plattform habe ich noch nie Koop gespielt. Über wenig Leute in meinem Freundeskreis haben eine PS4. Und wenn sie eine haben, dann machen sie Eigentore. Wollen wir gucken, ob unser Mate aufpasst.
Wenn sie alle haben, dann spielen sie meistens kein Bloodborne, weil sie alle rumheulen, dass das Spiel so schwer ist. Easy! Easy peasy lemon squeezy. Easy. Scheiße. Das sah so richtig elegant aus. Nein! Oh. War mein Freeze. Danke. Wollt ein neues Item haben. Oh, der kommt gut. So, ich hatte den Handschuh. Ja, schön mit dem Saugknüppel da einmal. Wo hab ich? Boah! Dein Pimpel gerade an mir? Was? Auf dem Pimpel gerade, oder? Wir sagen doch den Saugknüppel. Ja, aber war der gerade. Hat der gerade an mir dran geklebt? Geil, ich hab schon zwei kaputt gemacht gerade. Nee, der ist um mich rumgeflattert. So, ich bin jetzt mal aus Spaß gegen unseren Mate gefahren mit der Fist. Aber nicht funktioniert. Also er ist nur normal weit weggeflogen. Ne, es kann sein, dass es wieder. Er flog echt extrem weit. Es kann sein, dass es wirklich so ein kleiner Glitch war, oder? Ich hab ihn. Ich auch. Oh, was macht denn unser Mate? Ich hab den Tornado! Hui. Oh, ey, er hat er macht ihn auch. Jetzt hat der Freeze natürlich wieder nicht funktioniert. Ich hab ihn gefreezed, aber. Weil mal funktioniert das mal nicht irgendwie, habe ich das Gefühl. Kannst ihn ja nicht freezen, wenn er auf ihm drauf ist. Doch, wenn er ihn hat, dann kannst du ihn freezen, dann wird er von ihm losgelassen quasi. Das haben sie irgendwann mal wieder, haben sie immer mal geändert. Am Anfang waren die Spikes halt OP. Und das haben sie immer jetzt, ja, aber. Mittlerweile ist es so, du kannst ihn jetzt auch, der den Spike hat, kannst du jetzt mit dem Boxhandschuh wegballern oder mit dem Fuß wegtreten. Och, come on! Ja, wir müssen mal gegen den Champion da gewinnen. Aber der Typ ist Champion! Wie ich einfach mal alle verarscht hier. Weg damit! Hast du ihn gefreezed? Nee, ich hab den Pimpel. Oh, scheiße! Wieso sag ich. Ich bin Reichweite vorbei! Oh, ich hab einen Teleport. Der bringt mir hier leider gar nichts. LOL! Bei mir war das schon locker drin, ey! Ohne Scheiß, ich bin genau gerade in dem Moment teleportiert worden, wo das Ding. Was geht ab? Hab ich? Meiner. Der war doch wohl hundertprozentig drin, ey. Ich hab ihn nochmal wieder rausgezogen. War richtig sick. Alter Schwede. Ich bin da mal rausgenüppelt. Meins. Wir müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Hör auf, es scheint dann ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon lunzt der Ball ins Tor. Mensch, wir müssen aufhören, sonst gibt es nachher einen Copyright Strike. Weißt du doch. Okay. Oder nicht mehr. Nein! Ich bin auch schon mal gucken in der YouTube Library, ob es da richtig schöne geile Lieder gibt. Das erste Lied, was da kommt, das ist so ein scheiß bekanntes Lied. Ich weiß nicht, wo ich das schon gehört habe. In irgendeiner Werbung oder. Oh, in irgendeiner Werbung oder sowas. Ja, müsste ich mal abchecken, weiß ich bestimmt. Huch! Also es ist, wenn du auf die Seite gehst, gleich oben so ein Startbildschirm drin, quasi die Lala-Mucke. Ja. Nur sich da rauszufreien, so geile Lieder rauszufuchsen, dann musst du ja echt alle von diesen tausenden Liedern anhören. Ich bin ganz ehrlich, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Ich hab die Spikes. Ich hab den. Ui, Enderhaken. So ein Feuerball, Junge. Och, Menno. Machst du heute überhaupt nochmal ein Tor? Ja, auch ein Tor. Nee, scheinbar nicht. Kackbuh. Wuhu! I believe I can fly. Whee! Einmal schön über die Welt geflogen.
fest. Ich hab die fest. Das mit dem Wii? Ja. Nee, das hast du. Nee, ich hab die fest. Warum? Achso. Ich denke, der redet mit mir. Doch, doch. Ja, meine Freundin hat gerade gefragt, ob ich das war mit dem Wii. Nee, das war ich. Boah, flieg, Baby, flieg! Genau in die Ecke und schön unten rauf und... Ja, schade. Oh, oh! Bam! Alter, dafür sollte ich einen Assist kriegen, verdammt. Oh, jetzt krieg ich Begleitung, jetzt muss ich gleich wieder rüber. Ich hab ihn weggekickt. Ihn weggekickt für dich. Dankeschön, dankeschön. 135 HP. Hallo. Ja. Leo. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich habe jetzt mal gefreezed. Ja, bei meinem eigenen Mate bringt das nichts. Ne? Gewonnen!